Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute dreht sich alles um diesen Kopf. Es ist ja im Moment ein bisschen schwer auf dem Funnel-Markt und viele suchen nach guten Alternativen zu dem Oblaco M. Das ist definitiv eine, genaueres im Review zum Huacaya von Alpaca und Somo. So Leute, bevor wir aber mit dem Review auf den Kopf anfangen, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal an, wie ich das Köpfchen gebaut habe. Also mein perfekter, persönlicher Kopfbau beim Alpaca Huacaya in der Somo Edition. So, dann kommen wir zum Kopfbau vom Huacaya. Wir nehmen uns unseren Tabak, umgerührt und durchgewühlt ist er schon. Der Kopfbau im Huacaya ist relativ simpel. Wir schnappen uns den Kopf, packen da erstmal rundherum ein bisschen Tabak hin, verteilen, machen wir dann später. Da kümmern wir uns erstmal nicht drum. Erstmal wollen wir nur eine angenehme Menge an Tabak hier in den Kopf packen. Sehr, sehr fein geschnitten hier der neue Hukain. Das ist der neue Hukain mit Mango. So, wir packen unsere Menge Tabak rein. Ich rauche den sehr, sehr gern relativ fluffig oder so fluffig wie es geht auf Noppenkontakt mit dem relativ feinen Hukain. So ultra fluffig kann man ihn nicht lassen, dadurch, dass der so fein geschnitten ist, ist das schon immer eine relativ kompakte Masse dann, also egal wie man den baut. Ich gucke, dass der Rand frei ist, das ist immer ganz wichtig und ich gucke, dass am inneren Rand nicht zu viel liegt, ansonsten wollen wir den Tabak nur halbwegs gleichmäßig verteilen. Und das ist es dann auch schon größtenteils. Das machen wir jetzt einfach mal. Also ihr seht, dass ich immer wieder was von der Seite weghole. Hier könnte es sogar ein kleines bisschen zu wenig Tabak sein, das sehen wir gleich. Naja, also da könnten 2-3 Gramm mehr hin. Das heißt, wir gehen nochmal an unsere Dose, schnappen uns noch ein kleines bisschen Tabak, legen das dann noch mit dazu und verteilen das dann nochmal neu. Eine Sache kann man auf jeden Fall zum Huacaya sagen, es ist nicht der tabaksparendste Kopf, aber es ist ein Kopf, der halt einfach wunderbar funktioniert. Ja, das heißt, man muss zwar ein bisschen Tabak reinpacken, aber dafür läuft er dann auch sehr, sehr gut und vor allem auch schön lange. So, hier hätte man auch noch ein kleines Blatt Tabak hinpacken können, ja. Aber es muss auch nicht so hundertprozentig sein. Ne? Also das Ding ist, manchmal übertreibt man dann ein bisschen beim Kopfbau, so ist das schon sehr, sehr gut. So, dann geht man einfach nochmal mit dem Finger hier über den Rand. So, und dann packt man da seinen Kalaut drauf und dann passt das. Dann ist das ready. So, Kopfbau habt ihr gesehen, Leute. Noch ein paar Eckdaten zu diesem Kopf. Es müssen so ungefähr 18, wenn man fluffig auf Abstand raucht, bis zu 5, 6, 27 Gramm, wenn man ein bisschen denser auf Vollkontakt baut. Das ist halt immer relativ schwer auszudrücken, Leute. Die Spanne an Tabakverbrauch ist halt relativ groß, je nachdem, wie ihr einen Kopf baut. Ich habe den Kopf meistens so mit 25 Gramm in einem fluffigen Overpack geraucht und bin damit auch sehr, sehr gut gefahren. Der Stein bzw. der Ton oder das Tonsteingemisch, das bei Alpaca benutzt wird, ist legendär. Also ist mit einer der besten Tonarten, die ich kenne für Köpfe. Genauso die Glasur, die ist richtig schön dick. Die Colorways sind richtig nice. Übrigens gibt es ihn in sehr vielen verschiedenen Colorways. Und da eine Anzahl zu nennen, ist auch relativ schwer, weil man kriegt halt meistens nicht alle. Plus es gibt welche, die von Alpaca exklusiv sind. Dann gibt es halt viele in der Somo Edition. Da gab es aber auch noch den ersten Drop und den zweiten Drop mit der Shallow Bowl. Das ist jetzt nicht der. Und auch jetzt den dritten neuen Drop, wo ich jetzt zum Beispiel hier den Vintage habe oder hier noch den Konfetti. Es gab auch noch einen Oreo Colorway und ganz, ganz viele verschiedene. Am besten guckt ihr da einfach, was ihr gerade noch kaufen könnt. Aber es gibt viele sehr schöne Colorways. Wie gesagt, bei mir meistens so mit 25 Gramm für Einsatz Kohle absolut genug Tabak drin. Man kann auch nochmal Kohle nachlegen. Achtet darauf, dass es nicht zu spät macht. Ansonsten killt ihr euch relativ schnell den Kopf. Ansonsten, was kann man noch zu dem Kopf sagen? Durch den geilen Ton, durch die gute Glasur ist die Hitzeverteilung und das Hitzemanagement relativ easy. Lässt sich sehr, sehr gut rauchen. Sieht meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Einfach ein nicer Kopf geworden. 32,90 Euro kostet euch das Ganze. Ihr könnt bei Somo Europe auf viele Sachen den Code SWG10 benutzen, um 10% Rabatt zu bekommen. Leider nicht auf den Kopf. Ich kann die Entscheidung verstehen. Die Köpfe verkaufen sich auch so ziemlich gut. Da muss man eigentlich nicht nochmal 10% Rabatt geben. Aber ja, normal bei Somo Europe SWG10 für 10% Rabatt, bei dem Kopf aber leider nicht. Für mich aber ein sehr, sehr guter Kopf, den ich sehr, sehr gerne geraucht habe. Ich kann euch nochmal die Rauchentwicklung zeigen, aber das hängt immer davon ab,
wie läuft der Kopf gerade, welchen Tabak habt ihr drin, wie lange läuft der Kopf schon und so weiter. Aber ihr wollt bestimmt die Rauchentwicklung sehen, deswegen zeige ich die euch nochmal kurz, so wie ich den Kopf eben gebaut habe. Also wunderbare Rauchentwicklung, da auf jeden Fall keine Probleme mit dem Alpaca Huracay. Ich finde ihn auch relativ einfach zu bauen und alles in allem. Fazit zu dem Kopf, sehr nicer Kopf, den ich sehr gerne benutze und ja, definitiv eine gute Alternative zum Oblaco. Tabakverbrauchmäßig würde ich ihn irgendwo zwischen dem Oblaco M und dem Oblaco L einordnen, aber eher am Oblaco L als an dem M. Das ist auch wahrscheinlich mein einziger Kritikpunkt an dem Kopf. Er ist nicht gerade tabaksparend, aber Leute, viel Tabak bringt auch immer viel Geschmack, viel Rauch und vor allem viel Rauchdauer. Von daher, ich finde es nicht so schlimm. Wenn ihr was Sparsames sucht, seid ihr beim Huracay aber wahrscheinlich eher falsch. Dann solltet ihr euch mein Kopfempfehlungsvideo angucken. Da habe ich auch tabaksparende Köpfe empfohlen. Ansonsten danke fürs Zuschauen bei dem kleinen Review, beziehungsweise eher beim perfekten Kopfbau zum Alpaca Huracay. Lasst sehr gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.